4, 5. Beauty kann ich, ne? Beauty richtig interessant gerade. Hallo ihr Lieben, heute mal ein relativ spontanes Video, aber ich habe da richtig Bock drauf. Die Snapchat-Leute wissen Bescheid, ich habe mir vor ein, zwei Monaten was bei Amazon bestellt, nämlich dieses Crepe-Eisen für die Haare. Ich muss sagen, zu meiner Teenie-Zeit hatte jedes Mädchen diese Crepe-Eisen-Dinger. Ich hatte eins mit so Aufsätzen, da konntest du dann aussuchen, wie klein die Wellen sein sollen. Und heute wird es ein First Impressions geben. Erstens, weil ich es einfach bis jetzt noch nicht benutzt habe und unbedingt benutzen möchte. Und zweitens, ich finde so First Impressions-Videos sind immer total ehrlich, weil wenn das jetzt blöd ist, dann muss ich euch ja sagen, dass das blöd ist. Ja, ich würde sagen, wir fangen an und ich bin gespannt. Schritt 1, einstöpseln. Eins haben wir schon mal geschafft, jetzt anmachen und hier ist so ein Knopf. Er ist jetzt rot, von 0 auf 1. Und hier ist noch so ein Regler, da gibt es Stufe 1, 2, 3, 4 bis 5. Was nehmen wir denn? Warte mal, sind wir so richtig miese Motherfucker und nehmen 3? Oder 4? 5 traue ich mich nicht. Na, warte mal, wir machen 4. Wird's warm? Nee. Ah, oh, doch. Okay, es wird langsam warm. Was ich richtig geil finde, ist, dass das hier so samtig ist. Problem ist, dass da dann so Fussel rankommen. Aber egal. Okay, es wird langsam warm. Ich weiß auch nicht, ob das piept jetzt, ne? Wir warten einfach mal ab. Früher musste ich übrigens eine halbe Stunde warten. Da stand dann immer so eine halbe Stunde zum Erwärmen. Aber jetzt ist ja so Technologie und so. Also hier wird es nicht warm. Das ist schon mal qualitativ gut, weil ich hatte früher nämlich auch eins, wo es hier dann komplett heiß wurde, wo man richtig aufpassen musste. Ich habe Angst. Ja, es ist schon... Okay. Ich glaube, wir können es benutzen. Als allererstes müssen wir die Haare bürsten. Ich werde euch die Bürste in die Infobox tun. Ich werde einfach mein komplettes Leben in die Infobox tun, damit wir alle das Gleiche haben. Ich habe leider meine Haare schon geglättet. Eigentlich voll unnötig, aber egal. Und wir nehmen uns einen Spiegel. Beauty bedeutet immer, wir brauchen einen Spiegel. Wie fangen wir denn an? Unten? Ja, unten. So, ne, würde ich sagen. So. Ich sehe wahrscheinlich richtig schön aus. So, ja gut. Moment. Mehr so. Dann seht ihr auch mein wundervolles Gesicht. Und hier. Wie viel nehmen wir denn? Moment. Bürsten. Dann nehme ich noch dieses Ocean Spritz von Vella. Aber nicht so viel vorher, weil wir wollen nicht, dass die verbrennen. Oh, warte mal, ich mache lieber so. So, ist besser. Wir wollen nicht zu viel davon. Es ist so ein Salzspray. Das kann man danach nochmal machen, damit es so ein bisschen griffiger ist. Aber ich will noch ein bisschen vorher reinmachen, weil die halt echt ganz schön glatt sind. Ich habe das Ding jetzt auf Stufe 4 gemacht. Ich bin gespannt. Übrigens achtet darauf, dass die Haare jetzt nicht nass sind, ne? Von dem Spray-Zeug, was ich euch auch in die Infobox tun werde. Weil sonst verbrennen eure Haare. Moment, das ist gerade voll blöd. Wir nehmen nur so viel. Okay, ich bin aufgeregt. Ich fühle mich wieder wie 12. Wie lange muss ich denn jetzt warten? 1, 2, 3, 4, 5. Beauty kann ich, ne? Beauty richtig interessant gerade. Wow! Okay. Aber woher weiß ich denn jetzt, wo ich ansetzen soll? Egal. Sieht voll gut. Seht ihr das? Könnt ihr überhaupt sehen, was ich sehe? Das Problem ist, ich kann jetzt gar nicht mehr mit euch reden, weil ich zähle. Ich zähle die ganze Zeit bis 10. Das kriege ich noch hin. Oh, hier fehlt noch die Spitze. Machen wir weiter. Also wenn man auf Stufe 4 geht, dann reichen 10 Sekunden. Aber ich weiß auch nicht, ob man vielleicht sogar weniger. Naja, irgendwie macht das Ding Geräusche. Nehmt nicht zu dicke Strähnen. Ich mache nochmal, teile die nochmal in 2. Ja, ist besser. Boah, das sieht richtig schön aus. Ich fühle mich gleich 10 Jahre jünger. Einzige Problem ist, dass immer so die letzten 2 mm fehlen. Ich muss sagen, das ist richtig gut, weil dadurch, dass dieses Samtding ist, kannst du hier raufdrücken und du verbrennst dich nicht. Ich habe wirklich immer ganz schlechte Erfahrungen mit Glätteisen gehabt, aber es ist hier keine Gefahr, sich irgendwie weh zu tun, beziehungsweise zu verbrennen. Das ist schon mal ganz gut. Punkt 1. Eigentlich echt nur ein paar Sekunden. 10 Sekunden sind zu lang. Ich überlege auch, ob ich auf 5 gehe, also auf Stufe 5 und dann halt echt nur so paar Sekunden. Moment. Wir sind richtig Gangster unterwegs heute. Okay. Also die eine Hälfte ist schon geschafft. Jetzt kommt die andere Hälfte. Ist das übrigens doll kürzer? Oh ja. Schon so ein bisschen, ne? Aber nicht so viel.
Ich muss sagen, ich merke einen Unterschied. Also hier habe ich mit 4 gekreppt und hier mit 5 und es ist hier wirklich richtig stabil, als hätte ich da Haarspray reingemacht. Aber ich sag mal so, wenn die Seite schreien könnte, also wenn beide Seiten schreien könnten, würden die auf jeden Fall am lautesten schreien und wegrennen. Ist halt auch einfach nicht gesund, aber sieht gut aus. So, jetzt trennen wir wieder ab. Zack, so. Ich habe voll Angst, jetzt irgendwie eine Strähne zu vergessen. Erstmal hier reinmachen. So, weiter geht's. Ich werde jetzt bei den Strähnen erstmal kein Salzspray drauf machen, sondern erst später. Ich will einfach nur den Unterschied mal sehen. Okay, die Haare qualmen. Also ich glaube, wenn man auf Stufe 5 macht, braucht man auf jeden Fall nur ein paar Sekunden. 10 Sekunden sind viel zu lang. Also wirklich nur 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ob das qualmt trotzdem. 1, 2, 3, 4. Okay, wir bleiben lieber bei 4. Okay, ich habe jetzt hier ohne Spray gearbeitet und ich finde, ja, es fühlt sich halt ein bisschen weicher an. Nicht so griffig, aber dafür ist ja das Spray auch eigentlich da. Ich mache das Spray jetzt einfach so ein bisschen danach rein, damit es griffiger ist. Andere Seite. Leute, 5 Sekunden reichen. Ich darf auch gar nicht reden, es geht richtig schnell. Ey, wie, das ist gar kein Vergleich, ne? Zu dem, was ich früher hatte, wow. Kleiner Zwischenstand, ich habe das Gefühl, ich sehe aus wie ein Pudel, frisch aus dem Hundesalon. Aber wir machen das bis oben weiter und dann sage ich nochmal was dazu. Aber es macht auf jeden Fall das, was es machen soll. Ich wusste nur nicht, dass ich so aussehe. Ich habe das irgendwie schöner in Erinnerung. Aber ich muss mal gucken, wie es aussieht, wenn alles gemacht ist. Ich muss sagen, ich finde, dass das Ding immer heißer wird. Aber es ist auf jeden Fall wirklich immer noch keine Brandgefahr. Ich will es auch gar nicht austesten, ehrlich gesagt. Okay, Leute, ich muss ganz ehrlich zugeben, das geht richtig schnell. Also wirklich immer nur ein paar Sekunden. Ich glaube, ich musste damals immer 30 Sekunden mein Kreppeisen an den Haaren so richtig festdrücken. Ey, 30 Sekunden, ich glaube, dann wäre meine Strähne ab bei diesem Ding. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass die Haare so ein bisschen qualmen, obwohl ich da jetzt gar kein Produkt reingemacht habe. Aber ich glaube, das ist einfach noch so Restprodukt, was ich in den Haaren hatte. Ich mache das hier teilweise nur 3 Sekunden und es qualmt einfach. Die Hitze ist einfach extrem stark. Da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Vielleicht auf Stufe 1 gehen, wenn Leute wirklich richtig Angst um ihre Haare haben. Es fühlt sich noch alles relativ gesund an. Klar, es ist gekreppt, da fühlt sich eigentlich gar nichts mehr gesund an. Aber es fühlt sich wirklich nicht extrem strohig an oder so. Also sie leben noch. Das Geile ist, dass ihr unten gerne so ein bisschen messy arbeiten könnt und dann einfach oben darauf achtet, dass ihr nicht so krasse Lücken habt. Dann merkt man das auch gar nicht. Hauptsache oben stimmt, also die obere Schicht jetzt. Okay, wow, ich bin schon bei der letzten Strähne. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber es liegt einfach daran, dass man es wirklich immer nur so ein paar Sekunden ranhält. Das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen mit diesen alten Dingern. Ich bin echt geflasht, aber ich sage gleich mehr dazu. Ich mache jetzt noch die letzte Strähne fertig. Ihr könnt mir mal auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr das noch von früher kennt. Und mit früher meine ich wirklich so vor 10, 15 Jahren, so 2000 rum. Generell einfach eure Lieblingsstars eingeben und dann 2000. Da kommen richtig lustige Bilder bei rum. Fertig! Ich mache jetzt noch ein bisschen von diesem Salzspray rein, damit das so ein bisschen griffiger wird. So Leute, das ist das fertige Ergebnis. Ich weiß, es sieht jetzt alles ein bisschen komisch aus. Man muss es ein bisschen frisieren. Die Haare fühlen sich extrem dick an. Ich weiß, dass sie es nicht sind. Man könnte jetzt hier so einen Zopf machen oder so zwei Messy Buns oder ganz easy einfach hier so einen Seitenscheitel und einen auf Beyoncé machen, aber aussehen wie so eine 80er Jahre Rockerbraut. Moment. So, ist jetzt das Schnellste, was ich machen kann. Es geht nämlich nicht ums Frisieren, sondern einfach nur um dieses Kreppeisen-Ding an sich. Und dazu kann ich sagen, das Ding ist richtig, richtig gut. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich damals wirklich immer eine halbe Stunde dieses Ding erwärmen lassen musste, also dass es überhaupt heiß wird, dann musste ich es 30 Sekunden lang an meine Haare drücken und dann halt immer weitermachen. Jetzt habe ich es immer 5 Sekunden gemacht, aber ich muss sagen, also 10 war zu viel. 5 auch. Ich glaube, so 3 reichen. Also einfach nur ranhalten, weiter, ranhalten, weiter. Also man ist auf jeden Fall, wenn man gut ist, so in 10 Minuten fertig. Also das ist echt Wahnsinn. Ich bin wirklich geflasht davon, weil es einfach so schnell ist. Weil es ganz oft so ist, dass ich irgendwas Neues machen möchte und einfach keine Zeit habe und denke, nee, es dauert zu lange. Aber easy. Paar Sekunden und man ist mit der ersten Strähne schon fertig. Und ich musste auch nicht so viele Strähnen machen, weil man wirklich relativ große Strähnen nehmen kann, weil das Ding wirklich heiß wird. Aber da muss man auch wirklich auf 5 gehen. Wenn man jetzt irgendwie was Schonendes haben möchte, dann holt es euch nicht. Aber das ist generell so. Haare föhnen, Haare glätten, das ist alles
relativ unentspannt für die Haare. Aber wenn man mal Lust drauf hat, dann kann man es auf jeden Fall machen. Und ich fühle mich jetzt wie so ein Butterfly-Girl aus dem Video Butterfly von Crazy Town. Ich glaube, da hatten die auch so Haare. Ich glaube, 2000 hatten alle so Haare. Ich werde euch das Ding auf jeden Fall in die Infobox packen. Da könnt ihr dann mal nachschauen. Ich weiß leider nicht mehr, wie teuer das war. Aber ich bin wahnsinnig zufrieden mit dem, was es gemacht hat. Es soll so aussehen, als hätte man eben gerade in die Steckdose gefasst. Also, falls jetzt Leute schreiben, Ella, wie siehst du aus? Mir hatte eine Zuschauerin, die gesehen hat, dass ich das Ding bestellt habe, sofort geschrieben, dass es vor ein paar Jahren irgendwie wieder in gewesen sein soll. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich kenne das halt wirklich nur so aus den 2000er Millennium Zeiten. Ich weiß nicht. Es fühlt sich an wie Ariel, Beyoncé, Rockerbraut. Ich weiß nicht, was das ist gerade. Ich brauche eine Frisur. Was kann man denn da machen? Ihr könnt ja auch Vorschläge in die Kommentare schreiben und ich schaue mal, was ich jetzt gleich mache. Falls ihr noch mehr First Impressions haben wollt von anderen Sachen, schreibt es mir in die Kommentare, also was für Sachen und ob ihr überhaupt wollt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein neues Video. Und ja, bis dann. Tschüss.